Ich habe ja relativ spät mit Social Media tatsächlich angefangen und das war anfangs irgendwie ganz aufregend und plötzlich entdeckt man, dass man da ganz gruselige Nachrichten bekommt. Also von ja, einem Penisfoto über Vergewaltigungsfantasien bis hin zu Fetischisten in alle möglichen Richtungen, also sehr viel Füße und Schuhe und was es da nicht so alles gibt. Es gibt für alles einen Fetisch, habe ich in dieser Zeit gelernt. Zuerst war ich tatsächlich völlig überfordert damit und dachte dann so, es kann ja echt nicht sein, dass man da so wenig Handhabe hat und dass man da wirklich zum Objekt gemacht wird und wie Freiwild im Netz missbraucht wird. Und ich weiß, wenn man in der Öffentlichkeit steht, man ist für viele Projektionsfläche. Das kann auch ruhig sein, aber ich möchte es einfach nicht mitgeteilt bekommen. Dann fing es aber an, dass mir junge Frauen geschrieben haben. Also wirklich auch Mädels 12, 13, 14 Jahre alt, die sagten, ich krieg sowas auch. Und da ist mir die Hutschnur geplatzt. Dass wirklich jeder Vollfroms sich das rausnehmen kann. Hassnachrichten, Morddrohungen, sexuelle Belästigung, Stalking bis hin zur Pädophilie, das kann nicht angehen, das geht nicht. Und diese Hilflosigkeit hat mich dann dazu bewogen, mir eine Anwältin zu suchen, die ich dann auch gefragt habe, was macht man da? Und dann habe ich Klage eingereicht bei der Staatsanwaltschaft. Das dauert ja dann immer sehr lange, bis dann auch wirklich was passiert. Und es laufen noch einige Klagen, aber unsere Gerichte sind natürlich völlig überlastet, völlig überfordert. Und wir sind natürlich auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wir haben jetzt seit Februar eine Erweiterung des NetzDG, die die Netzwerke dazu zwingt, gewisse Daten zusätzlich noch rauszugeben und an das BKA auch die Taten zu melden, wenn sie das eben entsprechend einschätzen als Straftat. Es gibt auch tolle Seiten mittlerweile. Es gibt Distinction, es gibt Hate Speech, es gibt Hate Aid heißen die. Die sind wirklich alle ganz toll und da füllt man das aus. Und dann geht das aber in die Zahlen ein, in die Statistik. Und diese Statistik brauchen wir, weil solange wir eine relativ niedrige Quote haben an Anzeigen, denken sich unsere Gerichte auch, ach ja. Menschen, die sowas schicken, denen geht es gar nicht persönlich um eine Ruth Moschner. Ich stelle mir da ja immer auch Leute vor, die nicht wirklich Kontakt zu Menschen haben. Also die vielleicht auch noch nie ein Date haben oder sowas, die dann bei Mutti im Keller wohnen oder so. Und dann denke ich mir immer so, was würde eigentlich Mutti sagen, wenn sie wüsste? Ja. Es muss aufhören, dass Straftaten im digitalen Raum bagatellisiert werden. Eine Straftat ist eine Straftat ist eine Straftat. Und daher müssen auch digitale Straftaten weiter verfolgt werden und müssen Konsequenzen haben.